kilometerlange Autoschlangen und Gedränge vor den Eingängen der City-Arkaden Klagenfurt. Ausnahmezustand vor dem Einkaufszentrum und das an einem Sonntag. Wir sind seit 7:30 da, wie jedes Jahr. Seit 7 Uhr. Umso früher, umso besser, aber wenn du später kommst, musst du länger warten. Grund dafür ist der Minimax Kinderflohmarkt, der bereits zum 6. Mal in den City-Arkaden veranstaltet wird. Ja, wir verkaufen heute unsere Kindersachen. Und dann schauen wir, dass wir unsere Kinder wieder was Schönes kaufen können um das. So ist es. Das Alte kommt weg und das Neue kommt wieder her. Es sammelt sich so viel Sachen zusammen im Keller, wie sie sehen. Und was wegkriegst, kriegst weg. Und das ist für die Kinder auch ein Mutzgau oder immer wieder so das Gleiche. Das macht dann gleich auf, dann geht jeder zu einem reservierten Standl und dann stellt man die Sachen auf und verkauft sie. Wir werden heute verkaufen Sachen, die was wir nicht mehr brauchen. Und ja. Ich reserviere gerade und meine Mama kommt dann mit dem Auto vom Parkhaus dann runter. Punkt 11.30 Uhr. Die Tore öffnen sich, der Run auf die besten Plätze beginnt. Bereits beim Aufbau geht es hier sehr professionell zu. Also ich verkaufe den Playmobil-Flieger, weil ich den eigentlich nie benutzt habe, weil der fliegt so leicht weg. So. Und dann verkaufe ich noch die Tierklinik und das Ministeck und dann ganz viele Kuscheltiere, weil die alle nicht mehr brauche. Schuhe und Traktors, ja, Kappen, Jausenboxen und Filme. Also wir haben da Barbiepuppen und ein bisschen was vom Playmobil. 13 Uhr, der 6. Minimax Kinderflohmarkt wird offiziell eröffnet. Wenig später herrscht bereits dichtes Gedränge in den Gängen der City-Arkaden. Die jungen Mädels und Burschen fühlen sich in ihrer Rolle als Verkäufer sichtlich wohl. Er hat 10 Spiele kaufen wollen und ich habe dann auf 80 gehandelt. Dann hat er 70 gemacht, dann habe ich die Hälfte gemacht, 75. Prinzipiell der Umgang mit Geld, das interessiert sie. Und dann, wenn sie eine Einnahmen haben, dass sie selber das Geld auch wieder für andere Spielsachen ausgeben können. Das reizt sehr. Sie kennen, schätzen die Dinge, die sie plötzlich da haben, weil sie zum Geburtstag so viel auf einmal kriegen. Und da sehen sie, das ist ja alles was Kostbares. Für jedes einzelne Ding kriegen sie was und das schätzen sie dadurch mehr. Ich denke, es tut ihnen sehr gut, ja. Doch nicht nur das Shoppen macht den heutigen Tag so spannend, sondern auch das umfassende Programm. Unterschiedliche Maskottchen spazieren durch das Shoppingcenter. Der Zauberer Magic Zutze unterhält das junge Publikum. Die Kinder können sich schminken lassen oder auch Luftballonfiguren mit nach Hause nehmen. Als großes Highlight für die Kids beehrt schließlich Ronald McDonald die City-Arkaden. Es wird gemeinsam gesungen und getanzt, bis schließlich die große Verlosung von tollen Preisen auf der Bühne den 6. Minimax Kinderflohmarkt abschließt. Ein abwechslungsreicher Tag für die kleinen und großen Kinder. City-Arkaden will ich.